Ich stelle heute den Ausflug Gai 07 vor mit dem Ripboot über den Geiranger Fjord. Gleich vorneweg, ich habe den Ausflug nicht über AIDA gebucht, sondern direkt beim örtlichen Anbieter, habe aber von anderen Passagieren erfahren, dass der Ausflugsablauf genau identisch ist zu dem AIDA-Ausflug. Das Ticket hatte ich also 2 Wochen vorher im Internet gebucht und als Startzeit 15 Uhr gewählt, um einerseits ausreichend Puffer im Anschluss zu haben, aber auch im Vorfeld noch etwas auf eigene Faust unternehmen zu können. Und so habe ich mich dann gegen 14:30 Uhr vom Anleger aus auf den Weg zur Ripboot-Station gemacht. Der Weg ist nicht schwierig zu finden, einfach vom Anleger aus die Straße bergauf entlang, dann nach rechts abbiegen und in Höhe des Joker-Supermarktes ist dann schon eine weiße Hütte zu sehen, in der die Boote abgefertigt werden. Hier wurde mein Ticket eingescannt und wir warteten noch auf die anderen Teilnehmer der Fahrt. Insgesamt waren wir 13 Personen, die auf 2 Boote verteilt wurden. Dann ging es ein kleines Stück zu Fuß nochmal zurück in Richtung des Anlegers und in einer dortigen Hütte haben wir dann die Wetterschutzkleidung bekommen. Das ist ein großer Overall, der winddicht ist und idealerweise nimmt man den eine Nummer größer, dann sitzt er einfach bequemer, wenn man dann im Boot ist. Wir sind dann zurück zu den Booten gegangen und dort ging es dann in einem gemächlichen Tempo erstmal an der Ida Mar vorbei in Richtung der Einfahrt in den Geiranger Fjord, wobei es später dann geschwindigkeitsmäßig schon zur Sache geht. Erstaunlicherweise liegt das Boot aber absolut ruhig im Wasser. Es ist also mehr so das Gefühl, als ob man über dem Wasser schwebt, als dass man im Wasser direkt unterwegs ist. Das Ganze ist ein bisschen anders, wenn ein anderes Boot in der Nähe Wellen erzeugt, aber ansonsten ist das also eine sehr ruhige Angelegenheit, auch wenn es relativ schnell vorwärts geht. Unterwegs haben wir dann verschiedene Stopps gemacht, an denen uns die Bootsführer die eine oder andere Information gegeben haben. Zwar auf Englisch, aber im Endeffekt war das problemlos. Zur Not konnte dann auch ein Mitpassagier nochmal übersetzen. Hauptattraktionen sind natürlich die sieben Schwestern, die heute aber nur sechs waren, oder auch gegenüber der Wasserfall Freier. Beides sind die berühmtesten Wasserfälle im Geiranger Fjord. Und wenn man die jetzt so aus der Nähe sieht, dann ist das also nochmal eine ganz andere Sache, als wenn man sie nur beim Vorbeifahren mit dem Kreuzfahrtschiff beobachtet. Anschließend geht die Fahrt weiter bis zur Einfahrt in den Fjord und dann wieder zurück bis zum Anleger. Mal schneller, mal langsamer. Zwischendurch gibt es immer wieder mal kleine Stops, an denen unsere Bootsführer ein bisschen was erklären. Ja, zwei Schweinswale sehen wir auch noch kurz in der Ferne und nach einer guten Stunde sind wir zurück am Anleger und können uns der Schutzanzüge entledigen. Und ganz ehrlich, ich würde die Tour sofort wieder machen. Das ist nochmal eine ganz andere Sicht auf den Fjord als die, die man vom Kreuzfahrtschiff her oder auch von draußen her kennt. Ja, noch als ergänzender Hinweis, ich habe die Tour, wie gesagt, ja direkt beim örtlichen Anbieter gebucht und nicht bei AIDA. Der Unterschied ist dabei natürlich in jedem Fall der Preis. Während AIDA für den Ausflug 110 Euro nimmt, nimmt der örtliche Anbieter zum Normalpreis 50 Euro. Momentan hat er ein Angebot gehabt, da hat er nur 30 Euro gekostet. Das ist dann natürlich schon mal ein gewaltiger Unterschied. Natürlich hat man dann allerdings auch den Nachteil, wenn man nicht pünktlich im Geiranger Fjord ankommt oder sich das Ganze vielleicht um einen Tag verschiebt, weil man wetterbedingt umgeroutet wird, dann muss man natürlich selber sehen, wie man mit dem Anbieter klarkommt, ob der kostenfrei umbucht oder ob der auch akzeptiert, dass dieser Ausflug storniert wird. Dieses Risiko hat man bei AIDA natürlich nicht. Dafür zahlt man mindestens den doppelten, wenn nicht gar dreifachen Preis.